Willkommen zu diesem neuen Video. Hier ist wieder dein Markus aus Alanya. Und bevor wir in das Video richtig reinsteigen, welche Gründe Menschen haben, unter anderem aus Deutschland rauszugehen und in die Türkei oder woanders hin auszuwandern, erfährst du gleich hier. Werde ich dir erstmal gleich zeigen, wie der Stand der Dinge bei mir in der Nachbarschaft aussieht. Ich werde dazu gleich die Kamera drehen. Und das ist auf jeden Fall auch ein Grund, warum Menschen sicherlich ihren Standort in der Türkei oder sonst wo im Ausland verlassen werden. Sei gefasst. Und wenn dir das Video jetzt schon gefällt, lass den Daumen nach oben da und teile gerne dieses Video und gerne natürlich kostenlos ein Abo kannst du auch noch da lassen, mit der Glocke aktivieren. Also starten wir los. Tja, so sieht's aus. Mit Blick nach unten. Das ist unser Grundstück hier vorne noch. Und hier kommt dann einfach mal ein Gebäude hin mit Pool und auch Parkplätze. Und dann sieht das fast so aus wie hier vorne. Und genau da vorne, hier dahinter, genau da war die Burg oder ist immer noch die Burg von Alanya. Ich kann sie jetzt nicht mehr sehen. Und hier folgen nun einige Gründe, ganz kurz und knapp in einem Kommentar zusammengefasst, von Murata. Ihr wisst ja, jeden Sonntag kommen Kommentare der Woche. Das bedeutet, das ist ein Video, wo ich gewisse Kommentare im Laufe der Woche rauspicke und dementsprechend dann darauf auch reagieren werde. Aber zwischendurch, danke für den Input, hier sind Gründe, warum Menschen auch gerne Deutschland verlassen und gezielt in die Türkei, aber sicherlich auch in das eine oder andere europäische, südländischere Land gehen. Als ersten Grund: Türkei besseres Wetter, Deutschland schlechtes Wetter. Türkei herzliche Menschen, Deutschland zu kalte Menschen. Türkei wenig Bürokratie, Deutschland Bürokratie Weltmeister. Türkei Willkommenskultur, Deutschland steigender Rassismus und Ausländerfeindlichkeit. Türkei in vielen essentiellen Dingen deutlichst günstiger, Deutschland in vielen Dingen zu teuer. Da wird jetzt aber sicherlich der ein oder andere was dagegen haben. Und du kannst gerne mal reinschreiben, ob du das auch so siehst. Denn ich finde, Deutschland ist nicht überall teurer als die Türkei. Stichwort Elektronikware oder auch die Autos, die Kfz. Richtig, richtig krass teuer hier. Türkei weniger Steuern, Deutschland zu viel Steuern. Also wenn man es jetzt ganz genau nimmt, ist die Türkei annähernd gleichgestellt mit dem deutschen Steuersystem. Die Frage ist aber nur, wie das Ganze umgesetzt wird bzw. auch gehandhabt wird. Dementsprechend kann die Türkei auf jeden Fall steuerrechtlich gesehen auch ein Vorteil sein. Hier in der Türkei ist es ein lebendiger Alltag. Deutschland zu monotoner Alltag. Ganz kurz und knapp: hier unter der Woche bis 21, 22 Uhr haben die Geschäfte in der Regel immer auf und danach haben auch kleine Märkte sowie Kioske auch standardgemäß auf, locker bis 1, 2 Uhr nachts. Und wir kennen Märkte, private Märkte, wo es wirklich durchgehend gefühlt offen hat. Das gibt es in Deutschland nicht und gerade Sonntag ist absoluter Ruhetag und dann suchst du sogar Menschen auf den Straßen. Wichtig zum Lifestyle: in der Türkei, Menschen arbeiten, um zu leben. In Deutschland, Menschen leben, um zu arbeiten. Was sagst du dazu? In der Türkei, wenn du ein gutes Einkommen hast, vor allem aus dem Ausland, Dollar-Euro-Raum, ist Türkei ein Paradies, Deutschland auch dann eine finanzielle Niete. In der Türkei, viele gesunde, natürliche Lebensmittel, die verfügbar sind. Deutschland zu wenig bis kaum Angebot und das bisschen zu teuer. Gemeint sind Früchte, Gemüse, Kuru Yemis, türkische Küche. Türkei, viele Restaurants und ähnliches. Einfach viel, viel Angebot. Deutschland zu wenig Angebot. Trotz allem, in der Türkei muss man schon ein gutes Einkommen haben, schreibt Murat. Am besten selbstständig oder einen guten Job, egal ob aus dem In- oder Ausland, aber in Dollar oder in Euro. Es sollte einem klar sein, dass in der Türkei sowas wie Bürgergeld nicht direkt gibt. Mittlerweile gibt es schon viele verschiedene Hilfsprogramme, die sind aber mehr aus Kommunen und aus privaten Vereinen organisiert und nur teilweise ganz
oder teilweise staatlich gebilligt. Okay, ein Auto und Elektronik ist teils teurer. Ein Haus ist auch teurer. Aber seid doch mal ehrlich, wie oft kauft man sich ein Auto oder ein Haus? Wie oft wechselst du dein Handy? Nicht jeden Monat, es ist akzeptabel. Dafür ist das Essen und Trinken günstiger und viele andere Dinge eben auch. Abschließendes schreibt Murat: Markus, auch in der Türkei gibt es staatliche Schulen und Unis. Ja, die kosten was, aber auch nicht viel. Die Uni in Deutschland kostet auch etwas Geld. Das ist jetzt nicht wirklich schlecht. Was ich aber durchaus denke, ist, dass das Schulsystem in der Türkei schlecht ist. Es ist auf Auswendiglernen und auf landesweite Prüfungen ausgelegt, was einfach schlecht ist. Aber das deutsche Schulsystem ist auch nicht gänzlich gut. Außerdem habe ich gelernt, die wahre Schule ist das Leben selbst. Absolut richtig, genau das ist es. Wer weiß wie, kann sich selbst bilden und seinen Nachwuchs dementsprechend auch erziehen. Da sind Länder wie Schweden, Norwegen, Japan, Südkorea, teilweise Kanada, teilweise auch die USA gute Beispiele. Danke dir für diesen Kommentar, lieber Murat. Ich bin jetzt sehr gespannt auf deine Meinung, was du dazu sagst. Hat der Murat da recht? Sind das alles Gründe, warum du auch Deutschland verlassen wollen würdest? Nicht nur in die Türkei, sondern eventuell auch in andere Länder? Lass es mich wissen. Ich bin sehr dankbar, dass du dieses Video bis hierher geschaut hast. Und wenn dir das Video gefallen hat, gerne den Daumen nach oben da lassen. Gerne den Kanal kostenlos abonnieren und die Glocke aktivieren, damit du kein Video mehr verpasst. Und du kannst das natürlich auch gerne teilen. Und du hast sogar die Möglichkeit, direkt den Kanal zu unterstützen, indem du in der Videobeschreibung den ein oder anderen Link einmal anklickst, ganz kostenlos, und dich bei unserem Online-Shop oder auch bei anderen Links bei uns einfach mal umschaust. Ich freue mich auf dein Feedback. Wenn du Fragen hast zu sämtlichen Themen, lass es mich wissen. Auch wenn du Ideen hast für einen neuen Beitrag, schreib es in die Kommentare, und ich freue mich, wenn ich dazu auch demnächst ein Video machen kann. Dementsprechend, beste Grüße aus Alanya. Dein Markus.